Dieses Verbrechen spaltet vor 35 Jahren ganz Deutschland. Ist eine Mutter wirklich dazu in der Lage, ihre beiden kleinen Töchter kaltblütig zu ermorden? Der Fall Monika Weimer bewegt bis heute. Damals, ja, 86. Das kann man nicht vergessen, das vergisst man nicht. Dann kommen leicht so Vorstellungen zum Zuge, wie eine Mutter tut sowas nicht. Irgendjemand muss es gewesen sein. Also er war es mit Sicherheit nicht. Ich bin fest von der Unschuld meiner Mandantin überzeugt, nach wie vor. Die Ermittler sind sich schnell sicher, der Mörder von Carola und Melanie kommt aus der eigenen Familie. Es können nur der Vater oder die Mutter gewesen sein. Was ist passiert und wie lebt es sich mit der Schuld, die eigenen Kinder getötet zu haben?